Ein Verein mit 9 Mitgliedern wählt den Vereinsvorstand mit einem ersten Vorsitzenden, einem Stellvertreter und einem Kassenwart. Wenn jede Person nur ein Amt haben kann, wie viele Möglichkeiten gibt es zur Zusammenstellung des Vorstands? Nun, da gibt es einen ersten Vorsitzenden, einen Stellvertreter und den Kassenwart. Das sind die drei offenen Positionen und da habe ich 9 Mitglieder. Also die Mitglieder sind zum Beispiel A, B, C, D, E, F, G und H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das I ist auch noch dabei. Das sind die 9 Mitglieder und die kann man jetzt verteilen hier auf die Position des ersten Vorsitzenden, des Stellvertreters und des Kassenwarts. Also das könnte jetzt A, B, C sein hier oder D, E, F und so weiter. Ja, die Frage ist jetzt, wie viele solche Kombinationen gibt es jetzt aus diesen 9 Mitgliedern? Nun, eine einfache Methode ist zu sagen, ich bestücke das jetzt mal der Reihe nach. Also der Kassenwart, das soll der erste sein, den ich mir hier aussuche. Und da gibt es ja dann 9 Möglichkeiten. Für den Posten des Stellvertreters kommt jetzt der Kassenwart nicht mehr in Frage, weil jede Person soll ja nur ein Amt haben. Deshalb gibt es ja da nur noch 8 Kandidaten, also 8 Möglichkeiten, den Posten des Stellvertreters zu besetzen. Und dann bleiben noch 7 Möglichkeiten übrig, den Posten des ersten Vorsitzenden zu besetzen. Das heißt, ich habe insgesamt 7 mal 8 mal 9 Möglichkeiten. Ja, und wie viel ist das? 7 mal 8 sind 56 mal 9, also 10 mal 9 sind 560. 560 minus 56 sind 504. Also ich habe 504 Möglichkeiten. Diese Posten zu besetzen. Und das könnte ich auch jetzt mit dieser Formel ausrechnen. Also n, sozusagen die Zahl der Personen, das war ja gleich 9. k, die Zahl der Plätze oder die Zahl der Posten hier in diesem Beispiel, das war gleich 3. Und dann wurde ja berechnet, die Zahl der Möglichkeiten wäre n Fakultät durch n minus k Fakultät, n minus k Fakultät. Und das sind n, also 9 Fakultät, geteilt durch n minus k, 9 minus 3, also da steht 6 Fakultät, steht da unten. Und das war ja gleich 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7, jetzt muss ich hier rüberrutschen, mal 8 mal 9 geteilt durch 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6, so habe ich die Fakultät ausgeschrieben, ist also gar nicht so unpraktisch, dieses Ausrufezeichen hier. Jetzt sehe ich schon, ich kann das hier rausstreichen, gell? Das 1 bis 6, das ist, kommt hier oben auch nochmal vor, 1 bis 6. Das heißt, da bleibt oben mir noch übrig 7 mal 8 mal 9 und das ist ja das, was wir hier oben schon gerechnet haben. 504 Möglichkeiten gibt es.